Hallo, herzlich willkommen zum Video. Wir fahren jetzt herzlich willkommen zum Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir fahren auf die Map Grefrath mit der aktuellsten Version. Wir fahren von 51 die Linie 115, Wagen 2 genommen, von Grefrath nach Grefrath Hauptbahnhof über Willemfagplatz. Das heißt, ja, da ist ein Niklas. Das ist Niklas. Oh, ja, Navigation. Ich habe heute mal die Webcam so eingestellt oder die Webcam, dass ich Navigation hier, das ist ja Navigation oder so, das ist hier, dass ich den Navigation mir gekauft habe, weil dem wird ihr euch sagen, dass ich mir das einfach das Time geholt habe. Ich bin einfach neidisch auf dieses Ding gewesen. 51, 000, Route 2, muss man schauen, Route 2. Ach. Aktivieren, das heißt, jetzt muss ich gucken, ob das hier ist es richtig ist. Ob das Willemparkplatz ist. Das ist hier ein bisschen um gegen für die Fahrt. Dann muss ich gucken. Ja, da stimmt schon mal alles. Das muss eigentlich mal stimmen. Grefrath Hauptbahnhof? Nee. Falsche Route. 51 0 0 0 0 0 0 1. Mal schauen, ob 1 macht, weil das ist immer so ein Fall, der ist, was er nicht mag. So. Willemparkplatz. Das wollte ich. Wollen wir noch das. Ja. Null einundfünfzig, so, das wollte ich haben immer. So. Wir fahren mit einem Mod-Bus hier. Nicht vergessen. Dann geht es auf jeden Fall. Da ist noch andere Spieler unterwegs und ja, wir fahren los, ne? Und auf jeden Fall mein Navi mal. Gucken einfach, ob dein Navi alles stimmt. Ja, das stimmt alles perfekt. Dann muss er. Weil der Performance irgendwas, Performance ist schlimm, ja. Jetzt wieder alles gut. Nächste Haltestelle, Nordkamp. So, ich glaube, hier bin ich drin, ne? Ich glaube, wir sind schon hier, da. Perfekt. Sit, ist wieder kalt draußen. Zack, halt aber wie immer. Bumm. Gruppenklima hier, gibt's keine Heizung. Fenster auf. Mal 13 Uhr. Mal schauen. Klick, klick. Mal schauen. 45 Minuten. Hä? Betriebswart? Hä? Hä? Betriebswart? Hä? Bedreht hat. Was ist das für ein Arsch, ey? Hallo. Guten Tag.
Hallo. Kurz mal um die zwei leise machen, weil ich bin heute mit dem Bus hier mit der einen Linie gefahren, muss einfach bin angekommen. Hallo. So. Gang rein. Nee, wir fahren ab. Wir fahren ab. Nee, nein. Tut mir leid. Nee, wir sind schon abgefahren. Kaiserplatz. Ich habe wieder diese scheiß Ansagen hier drin, ne? Ich brauche was. Vielleicht, ja, vielleicht diese anderen Ansagen, was die Leute haben. Muss ich gleich mal gucken, ob die Ansagen gibt. Kann ich mal gucken. Da kommen wir mal zum Schluss, vielleicht. Krefeld, Krefeld oder Krefeld auch genannt, Krefeld. Also, dieses Shop zum Beispiel, wenn ihr, wo ihr das dann kauft, das ist euch überlassen, wo ihr das gekauft habt. Ob ihr das im Steam gekauft habt, ich habe das zum Beispiel, ich, den, das ist, hat glatte irgendwas gekostet, das hat hier glatte 9 Euro. So kann das kann, also glatte 9 Euro irgendwas gekostet. Und das hat mir einfach gemein guten Preis bekommen. Und natürlich, wenn man das Ganze nochmal doppelt, dreifach nochmal verkauft, als der Preis von dem ja, Livestream zum Lotto. Aber den wollte ich nicht kaufen, weil der wollte ich mir einfach nicht. Entschuldigung. Dankeschön. Entschuldigung. Dankeschön. Ist genug Druck drauf oder was? Hä? Hä? Ey, der Pferd, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen oder was? Ach, halt die Schnauzen. Was ist denn los? Der zieht schwach an. Greifstoff, Druck, Vorwärtsdruck, halb acht. Mhm. Jetzt, ja, ich habe keine Ahnung, jetzt hüpft er einfach immer. Kann. Ich habe keine Ahnung. Weiß jetzt keine Ahnung, warum, was der Bus hat. Ich hole mir jetzt einen anderen Bus. Weil ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. So, dann holen wir einfach mal zu diesen Just for Fun. Wo kann man diese runterladen? Diese Ansagen, Krefeld-Ansagen. Ich muss mal kurz gucken. Muss ich kurz mal gucken. Und zwar, ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil Tränevieh war im Navi drin. So, zap. Ist er noch am Navi drin? Ist das Navi noch an? Moment mal, ist es da aus? Ja, jetzt, ach, hätte selber abgeraucht, ja, danke. So, dann gehen wir jetzt hier, gehen wir um die 2. Lalalalala. Ansagen. Da ist die alternative Ansagen. Das ist, brauche ich. Das kann ich das Backup machen, ne? Download. Download von irgendwas und ja, Download.
kann auf jeden Fall, was der da hier macht, und das ist auf jeden Fall so. Dann habe ich Geodatenträger. Lokatendatenträger ist hier D. C, Verzeihung. C, Lokatendatenträger C. Wir gehen jetzt hier rein, dann in. Pass auf, dann in. Das packt hier erstmal. So, dann habt ihr diese Ansagen. Die Ansagen würde ich jetzt austauschen, das heißt. Zum Beispiel, wenn ich die Ansagen habe, Vehicles, da Krefeld, die will ich jetzt austauschen. Das heißt, man geht mal auf seine Ansagen und diese Ansagen, die werden jetzt ausgetauscht. Die würde ich hier reinpacken und da kommt schöne, so, rein, kopieren. Wir kopieren sie einfach rein. Aber so hören sie so an. Pass auf. Wenn ich Doppelklick drauf drücke. Nächste Haltestelle. Allstadener Straße. Das ist scheiße einfach, die Ansagen. Jetzt ausgetauscht, dann starte ich mal den OMSI. Dann startet auch der Dings mit. Mal schauen. Ich komme aus Karlsruhe. Ich habe auch kein Personal oder sowas. Ah, ich weiß. Wissen bisschen mit OBS bisschen was rumfummeln. So, pack das hier rein. Zack. So habe ich besser mehr von. So, mal schauen. Jetzt. Na, öffnet das schon? Ist es schon ausgeführt? Also ausgeführt macht das schon. Und mal schauen, wie lange das dauert. Hier natürlich. Ach Gott, Gott. Ach, das ist auch nicht gesehen, das habt ihr noch nicht gesehen, dass ich ein anderes Laudina-AI-Ding habe, aber das wird sich ausgetauscht, das können wir nächstes Tutorial machen. Dann mache ich noch ein zweites Tutorial, da geht es darum, wirklich kommt alles noch. So, dann holen wir uns wieder die Krefrat, da fahren wir jetzt mal Nachtlinie, mal schauen, wie die fahren jetzt Nacht rum. Das tut mein Freund halt so, wir gucken wir mal. Dieses Handy, das ist allgemein nicht so neu, das ist. Wollte jetzt die Lindo nochmal machen. Und wenn man hier noch so eine Windows XP Lizenz hat oder so eine CD, da kann man das prinzipiell auch noch installieren, auch auf einem neuen Notebook. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die CD und lege die ins Laufwerk und formatiere die Platte mit dem Windows, was der Hersteller drauf gemacht hat, und installiere das Windows XP und lasse es drauf laufen auf dem Gerät als einziges Betriebssystem. Oder ich installiere das Windows XP parallel zu dem Windows, was hier auf dem Notebook drauf ist, also zu dem Windows 8 oder Windows 10 dazu. Ja. Man kann die CD mal einlegen und von CD booten. Wenn ihr bei eurem Notebook oder eurem PC von CD booten wollt und Windows XP installieren wollt... Ja, Windows XP, das ist ein altes Betriebssystem. Also wenn ihr was Problem mit dem USB-Stick, da können wir auch irgendwann mal so ein Linux drauf installieren, würde ich mal. Ach, eigentlich keine weißen Texturen nicht mehr. Ja, weil ich noch ein bisschen bei Krefrat ein bisschen rum installiert habe. Mal, ich habe erstmal vernünftig Ruhe installiert, mal die Zeit vertreiben. Oh. Nee, wo ist er denn?
Ah, wo wollte ich das? Ich wollte den Mod zeigen. Dieser hier, den wollte ich ja zeigen. Den wollte ich ja zeigen. Dieses hier, den habe ich doch wollte zeigen. Weil der Boost hat hier ein neues, wenn Sie sagen, der Boost hat, wir können aber auch Stadt Münster gibt es hier Stadt Münster? Muss eigentlich ein Typ reinkommen und dann sage ich, oh geil, fahren wir jetzt einfach Münster. Stadt Münster repaint, mal schauen. Stadt Münster repaint. Bin aber so kein Münster-Fan oder sowas. Ich lasse es einfach so. Ja, wir fahren jetzt die Linie N1 von Lindau Bahnhof von, wo wir hin? Zum, irgendwo ein Kaff irgendwo hin. Also irgendwo so ein Kaff, da wo wir hin wollen. Also das ist die Linie, die ich jetzt bei euch verfahren möchte. Fahren möchte. So, jetzt haben wir es schon. Meine Fresse. So, da ist er doch, der Bus. Und mit Updates versorgt. Ich habe den Updates, das Sound-Update installiert. Dann habe ich noch alles Core habe ich schon. Und das ist der Münster-Repaint. Schauen wir kurz mal an. Wir gucken hier mal ganz an. Super, super Münster-Repaint. So, das ist der Logo. Hier sieht er aus. Ja, Körper. Und können wir mal innen drin gucken. Super, ausreguliert. Bravo. Wir machen den einfach mal an. Das heißt, wir schicken den rein. Matur an. Also Elektrik oder Elektrik anmachen. Das heißt, Nachtlinie. Mal schauen. Da. Na, es geht nach Lindau Bahnhof. Nach Gräfratter Straße. Ah. Nehmen wir einfach mal. Mal schauen, ob das mal wieder leitet zum Beispiel. Und der Bus hat auch nicht begriffen, wo wir hinwollen. Aber das ist... Betriebsfahrt, das muss noch 99 Betriebsfahrt, das ist so ein kleiner Pack, das, ach du Scheiße. Moment, darf ich mal, danke. Weil da habe ich in Windows irgendwas gesehen. So, machen wir kurz so Licht an. Wir fahren nachts. So, Moment mal. So, Licht. Ich brauche das bessere Licht, was ich haben kann. So, Licht ist an, dann kann man Tür testen. Dann könntet ihr so machen. Das ist der Piep-Sound, den habe ich drin auch drin. Klick, klick, klick. So. Was, welche Linie? Die 1. Ja, nee, das ist. So, klick an. Das heißt, wir fahren jetzt von Lindner Straße. Da fahren wir hin. Und, ach du Scheiße, von Lindau Bahnhof? Nein, das stimmt einfach nicht, was du machst. Das ist falsch. Falsche Richtung. Das heißt, wir wollen direkt dahin. Also, dass die Leute es nicht verstehen zu können. Ich hatte 2 eingeben. Wenn was passiert, wenn wir die 1 eingeben? Jetzt ein Beispiel, die 1 eingeben, ne? Meine Fresse, ich habe keine Ahnung, warum es ruckeln tut. Ich weiß es ja nicht. 02. Mal schauen. 2 macht. Das ist immer so eine Falle. Ja. Gräfratter Straße. Das ist der einzige Weg. Der fahren wir hin. Gräfratter. Hä? Alter Bahnhof. Hä? Okay. Also er fährt dahin. Okay, das ist kein Problem. Da müssen wir noch ein bisschen dunkeln und solche Sachen machen. Nachtumlauf. Wie geht denn das denn hier wieder? Ach Gott, 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 Gott. Einstellungen. Mhm. Display. Ja, yep. Genau, das wollen wir haben. Genau. Gut so. So, und jetzt machen wir die ganze elektrische Chose hier an. Es wird wieder bei mir kalt hier bei mir in Hessen. Das heißt, ich mache jetzt aktuell kein reales Wetter an. Ich mache jetzt einfach nur ein Stück mal ein warmes Wetter. Wir wollen natürlich wieder den. So, Fenster offen. So, mal gucken, ob da Klimaanlage brauche ich ja nicht. Also starten wir den Motor. Starten wir den Motor an.
Also was ich Motor sage, der ist richtig bassig. Bassig. So bassig. Schön bassig, Mag. So, nochmal. So, jetzt ist er an. Das heißt, ist er. So, ich muss noch kurz hier noch was schildern. Also ich muss noch kurz das N schildern. Weil das ist immer so nervig. N, also N1, ne? Dann müssen noch hier Gerät schreiben. Also so, mal schauen. Also er sagte, das soll da hinfahren. Ach, dann nehmen wir es einfach jetzt einfach. Dann nehmen wir es einfach hier. Moment, das ist es. Das heißt, ja, dann nehmen wir das einfach. Weil das ist auch richtig. Das ist auch, nehmen wir es. N1, ne? So, wie viel Uhr? 19 Grad. Wir machen 24 Grad. Das heißt, wir machen jetzt mal die Uhr stellen. Es geht jetzt ab nach 02 Uhr. 0:22 Uhr. Dann machen wir mal 11 daraus. Das heißt, dann kommt mir vielleicht eine einer dazu. Das heißt, wir spulen ein bisschen vor. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zalalalat. So. So, hoffe ich mal. Motor starten. Motor. So, Licht aus. Ist einfach Fernlicht, ne? Nächste Haltestelle, Regattabahn. Habt ihr gehört, dass ich neue Ansagen, die ich ja verbaut habe? Regattabahn. Nächste Haltestelle, Regattabahn. Jep. Regattabahn. Krefrat sind die schönsten Maps, also das ist. Juhu, da steigt jetzt einer ein. Ja, endlich. Komm so bitte zu mir, weil ich alle. Sag mal, irgendwas ist hier faul. Guten Tag. Fahrkarte? Ja. Nächste Haltestelle, Kremerplatz. Alter Kirchplatz. Also bitte nicht wundern, dass ich Facecam-Position ein bisschen geändert habe. Eigentlich wollte ich einen Livestream machen, aber ich wollte einfach jetzt keinen Livestream machen, weil das ist. Aber habt ihr natürlich keine Ahnung, optimale Einstellungen für mich? Keine Ahnung, ob ihr optimale Einstellungen habt. Was habt ihr denn für Einstellungen, was ihr empfehlen könntet? Das Ganze rumruckeln, ja. Nächste Haltestelle.
Also auf jeden Fall, weil die kurze Linie, die dauert auch nicht so lange. Also die dauert einfach ein paar Minuten und das... Oh, sorry. Ja, ist auch egal. Ja, dann... Wenn da so keiner fährt... Der hat so komischen Bremsweg. Ich habe keine Ahnung, warum der schweren Bremsweg hat. Ach scheiße, das Kind auch noch einsteigen möchte. Ja, natürlich will das Kind einsteigen. Das haut ab. Nee, das haut ab nicht. Okay. Alter Bahnhof, danach sind gleich da. Was ist denn los heute? Keine Ahnung, was mein Bus hat. Ich weiß es ja nicht. Ist die Performance hier alles gut oder was? Ich kann es einfach umsehen. Ja. Komisch. Lauf der Zeit komisch. Jupp, alter Bahnhof. Also los heute, mein scheiß Bus immer, das ist immer scheiß Affekt, dein Bremsen, immer dein Theater. Jetzt könnt ihr da drin erinnern, wo ich da gefahren bin, wo ich auch dahin gefahren bin, aber es war nicht, ja, anderen Bus gewesen, der auch war um die 2 im Fett am Ruckeln. Das war 2019 gewesen und jetzt fahre ich mit zu euch die, das ist ein Original jetzt hier, die Linie vorbei, im... Alte Schachtel. Haben wir erschrocken. So, geht's weiter. Nächste Haltestelle, Schustergasse.
Hä? Endstation? Hä? Okay. Ach so, Endstation ist hier. Was heißt hier ist Endstation? Hier fährt nichts mehr. Ja. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen, so eine kleine Fahrt gewesen mit euch. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Abo zu lassen. Und hier natürlich an für diesen Bus schön. Natürlich, der Bus ist schön. Gefällt mir und ich sage jetzt Wiedersehen und Tschüss. Bis dann und Tschüss. Wiedersehen. Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss.